So, hallo an alle zur nächsten Folge von League of Legends. Heute am frühen Morgen, deswegen ist meine Stimme so ein bisschen tief. Ich spiele Jinx. Heute ausnahmsweise sind wir ranked. Und was wir haben wollen, ist ganz einfach, wir wollen die Punkte. Habe ich schon gesmited? Nee. So. Ja, wir haben einen Graves. Und noch irgendwas Ekliges, ich weiß gerade nicht was. Wir haben einen Graves und einen Annie als Support. Oh, zwei sind top, das heißt, Graves ist hier alleine. Ist aber auch nur fast gut. Die Annie wollte wahrscheinlich top, da gab es Probleme bei dem Team und dann. Ja. Muss ich alleine gegen den Graves erspielen. Huch. Komm, Atrox kriegt Probleme gegen zwei. Obwohl, es geht jetzt gut zu sustain. Eigentlich müsste das gehen. Grace hat hier unten jetzt den Experience-Vorteil eigentlich. Sofern wir ihn. Ah, klar. Creep im Weg fahren lassen. Was? Die Rakete ist schon geflogen. Die Rakete war schon im Flug. Komischen Runs und Poken. Da komme ich ran. Na, den kriegst du auch nicht. Wir sollten nur Last hitten. Nicht pushen. Ups. Einfach nur last hitten. Last hitten und versuchen ihn zu killen. Ja, komm ich nicht ran. Der basht halt zurück. Lass mal ab, wie es läuft. Also 2-0 ist heute noch gut. Ich soll mal einen Trank nehmen. Graves ist back, denke ich. Ich hätte gesagt, ich lasse die Wave mal pushen, weil dann kann der nämlich gar nichts machen am Ende. Ich würde gerne noch warten, bis zum Weggehen. Ganz genüsslich einfach farmen. Einfach farmen. Let's just behave.
Hacker AFK. Oh, das ist gut. Also für uns. Klar, es ist halt fürs Matchup kacke, aber das ist mein letztes Promospiel. Wenn ich das gewinne, dann stehe ich auf. Von daher. Gar nicht mal so verkehrt. Hm, okay, Graves kommt das gar nicht. Dann brauche ich eigentlich auch nicht. Ist anderweitig beschäftigt. Dann geht ihm ja nichts, wenn ich hier unten freeze. Machen wir das mal. Das war gerade ein Crit übrigens. Ich habe 1% Crit in den Runden. Oh. So. Dann pushen wir 61 Krebs zu. Ja. Ich glaube, den Tower kriege ich. Sieht weitaus positiv aus, aber du musst so bedenken, bei solchen Games solltest du eigentlich trotz allem Vollgas geben, gewinnen, keine Gnade zeigen in dem Sinn, weil irgendwann hast du die Troller im Team und dann ist es als fairer Ausgleich so, dass du dafür irgendwann in einem anderen Game auch mal so Troller kriegst. Also, jetzt trollen zwar die Gegner, aber irgendwann wird es wieder ein Game geben, wo es mal wieder bei mir getrollt wird und da kann ich auch da nichts gegen machen. Dann ist es auch ein sicherer Lose. Und deswegen einfach normal spielen, versuchen zu gewinnen, alles geben, was geht. Irgendwann hast du die und dann bist du nicht am Arsch. Und jetzt sind halt zufälligerweise die Gegner am Arsch. Okay, so Games gibt's auch, aber... ja. Der ultet gleich. Ah. Dieser eine Auto-Take auf den Kack-Tower. Trotz allem mal back wegen dem und dem. Ja. 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 Aatrox trotz allem, dass er gegen 2 war. 3-1. Lisa hat oben auch gut geholfen. Ich glaube, Ari kriegt Probleme gegen Cutter. Habe ich jetzt den Greed Bay verloren, aber naja. Boah, war knapp. Da, also den Tower kriegen wir. Mit einer Auto-Attack. Alter. Wenn wir das verlieren, dann ist echt. Naja. Aber so ein Game ist halt auch mit dabei, ne? Ist jetzt kein Bilderbuch-Game, aber. Gemütet. Pausiert. Alter, mein Hals. So, ich bin gerade irgendwie arbeitslos. Gegen Graves allein will ich gar nicht pushen. That's salt. Salty game. Wenn wir genüsslich eins aufnehmen. Und dann, ja, nicht so gut. Alter, mein Hals, ich höre mich halt voll tief an. Ey, was geht? Nee, ich werde krank oder so. Nee.
Graves kassiert gar nicht so viel, wie ich denke, dass er eigentlich kassieren müsste. Alter, was geht mir mal? So. Boah, schlimm. That salty game. Ich mach trotzdem noch eine Lane, oder? Hier. Siege ist immer Siege. Oh, das Game ist, ja, das kann man gar nicht mehr viel falsch machen. Ist mir egal. Irgendwie ist es schon fast ein Genuss, weil dann habe ich immer die Troller im Team und jetzt... Ah. Schön, auch mal die anderen. Das wird halt mein Aufstieg dann an der Stelle. Naja, schnelles Game. Unter 20 Minuten, hoffe ich. Boah. Ja gut, ich muss hier gar nicht. Ich sollte mit Dings-Turtles machen. Egal, der Tower will ich noch. Ich mag Tower. Schon was, wenn sie von den Gegnern sind. Und ich mag auch Creeps. Ich bin süchtig nach Creeps. Ich bin voll lustig, die Explosion neben Skin. Egal. Game ist rum. Ich bin überlegen, ob ich es hochlade. Ich würde sagen, just for fun lade ich es einfach mal hoch. Warum mal nicht? So Games gibt's auch. Und so Games kann man gezeigt werden. Das ist ein Rank-Game an Gold. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Sehen, lass gachen. Video ist komisch kurz, aber naja. Und tschüss.